I'm back. Ich muss gerade auf meinem Handy nachschauen, wo der Frame ist, weil ich habe es ein bisschen falsch aufgestellt, das Ganze, also ganz kurz. Okay, was soll ich sagen? Letztes Video, was ich hochgeladen habe, war im März und das war, wie ich meine Green Card bestätigt bekommen habe. Ich kann schon wieder nicht mehr Deutsch reden. Das wird ein Wahnsinn! Letztes Video im März über meine Green Card. Ich habe sie mittlerweile noch immer nicht. Ich muss noch immer warten, Covid-19 ist dazwischen gekommen. Ich muss noch einen Termin absolvieren, das ist nämlich Fingerabdrücke abgeben und dann werden sie nachschauen, ob ich irgendwas Negatives einmal in meiner History in den United States angestellt habe. Ich war komplett brav, ich habe absolut nichts angestellt. Nachdem sie das clarifying, schicken sie mir dann die Green Card, dann habe ich sie in der Hand. Das Wichtigste, was aber mit dieser Green Card passiert, ist Folgendes. Ich darf so viele neue Sachen machen. Ich darf zum Beispiel ein Auto leasen über die Firma. Ich darf mir einen Loan aufnehmen für ein Haus. Ich darf so viele Sachen machen jetzt, weil sie wissen, ah, der hat die Green Card, der wird nicht von heute auf morgen einfach abreisen. Es gibt extrem viel und ich will jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich muss ja, das habe ich ja toll gemacht. So lange keine Kamera mehr in der Hand gehabt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich das framen muss. So passt das. Ich freue mich so sehr, dass ich wieder zurück bin oder davor bin, vor der Kamera. Ich habe jetzt die letzten Monate wirklich nur darum gekämpft, die Green Card durchzubringen. Und dann, wie ich die Green Card bekommen habe, war es noch super. Ich würde jetzt sagen, ich war nervös, aber mein O1 ist am Auslaufen gewesen. Das heißt, ich glaube, 10. August ist mein O1 expired. Und davor hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch immer keine Green Card oder noch immer keine volle Bestätigung, die jetzt sagt, ja, du hast eine Arbeitsgenehmigung in den USA. Das heißt, bis zum 10. August war es für mich so eine Zitterpartie, um das schön deutsch auszusprechen oder österreichisch, weil ich weiß, jetzt kommen wir gleich wieder, das ist nicht deutsch, das ist österreichisch. Pff. Auf jeden Fall habe ich warten müssen und ich glaube, 5 Tage bevor mein Visum ausgelaufen ist, habe ich dann endlich die Bestätigung in der Hand gehabt, das geheißen hat, okay, von jetzt bis nächstes Jahr hast du mal eine Arbeitsgenehmigung, bis die Green Card ankommt. Das heißt, es kann noch immer diese Flugzeuge, Alter! Gut, also, es kann noch ein ganzes Jahr dauern, bis die Green Card jetzt endlich ankommt, aber mit dieser neuen Bestätigung darf ich so viele neue Sachen machen und das bringt mich schon zum nächsten Thema. Übrigens, erstes Thema war, warum war ich so lange nicht da? Zweites Thema ist, ich bin jetzt auf Haussuche. Ja, ich kaufe mir jetzt in Los Angeles mein erstes Real Estate. Wie viele von euch wissen, habe ich in Österreich damit angefangen, Real Estate zu investieren. Mit auf meinem O1-Visa und Student-Visa war ich nicht, wie soll ich sagen, ich war schon erlaubt, was zu kaufen, aber es macht halt keinen Sinn, wenn du nicht weißt, ob du in deinem Land bleiben darfst oder nicht. Wollte ich nicht vorher schon in Real Estate investieren, weil ich halt nicht gewusst habe, ob ich da bleiben darf oder nicht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich die Bestätigung, ich darf da bleiben, ich darf da arbeiten, ich habe meine Green Card Application durchgebracht. Das heißt, nächster Schritt für mich persönlich ist Haussuche. Warum gerade in Los Angeles? Weil alle meine Freunde da wohnen. Ich merke, dass ich, wer ist das? Hey, how you doing? Perfect. Thank you, appreciate it. Wo war ich? Alter Verwalter. Haussuche, ja. Warum in Los Angeles? In Los Angeles passiert einfach das meiste für mich persönlich. Ich habe da meine ganzen Freunde, ich habe die ganzen Arbeitskollegen mehr oder weniger. Ich habe mein eigenes Gym da und jetzt will ich mir unbedingt ein Haus kaufen, wo ich dann genau das gleiche eben machen kann, aber eben mein Geld besser anlegen kann. Das war Punkt 2. Haus kaufen. Punkt Nummer 3. Die Hardcore-Fans wissen es, genau vor Coronavirus habe ich meinen Porsche verkauft, der mir manchmal abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war perfektes Timing. Genau vor Coronavirus habe ich ein extrem gutes Angebot gekriegt. Ich wollte mir sowieso was Größeres kaufen und dann habe ich mir gedacht, Intuition, es war einfach ein Bauchgefühl. Und ich mir dachte, weißt du was, verkauf ihn jetzt, wer weiß, was in ein paar Wochen, Monaten ist. Und Coronavirus ist gekommen. Auf jeden Fall perfektes Timing für mich. Verkauft, dann war Covid, habe eh kein Auto gebraucht. Jetzt, ich weiß, wir sind noch nicht über alle, wie sagt man, über die Runden. Wir sind noch nicht über die Runden. Das ist sicher nicht deutsch. Coronavirus ist noch immer bei uns da, aber ich brauche jetzt einfach ein Auto. Und jetzt meine Frage an euch, was kaufe ich mir? Ich habe echt keinen Plan. Das Gute ist, wie gesagt, also finanziell ist es jetzt viel besser, weil ich mir jetzt endlich ein Auto leasen darf über die Firma. Das kann man dann schön absetzen, ihr wisst, wie es läuft. Ich habe überlegt einen Tesla, weil einfach geil. Übrigens, ich bin einen Jeep Grand Cherokee Trackhawk getestet oder Test gefahren. Das Licht ist ja fürchterlich. Nein, das schmeckt mir auch nicht.
meine Website bodybybartel.com wird gratis werden. Ja, geile Neuigkeiten. Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber gerade durch Coronavirus ist mir aufgefallen, dass so viele Leute mir geschrieben haben, mich gebeten haben, mehr Informationen gratis zu posten, weil es einfach finanziell momentan nicht ausgeht, weil einfach sehr viele ihre Arbeit verloren haben oder einfach gerade nicht verloren haben, aber einfach daheim sind und weniger Gehalt kriegen, deswegen alles ein bisschen schwieriger ist. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe mir gedacht, pass auf, wir machen folgendermaßen, wir machen die komplette Website gratis, also die ganzen Informationen gratis, viele Workouts und so weiter auch gratis und dann das Einzige, wo man zahlen kann, muss man aber nicht, eine Member-Page, das heißt, du kannst den kompletten Content unterstützen, du kannst mehr oder weniger mich unterstützen, dass die Website gratis bleibt. Das gibt es dann auch noch, da sind wir am Umbauen, mehr dazu in den nächsten Videos, aber auf das freue ich mich extrem, weil da einfach jetzt einmal sehe ich, und das hat der Arnold Schwarzenegger damals schon gesagt, wie er ausgewandert ist, seine 6 Rules of Success, eines davon war, give back to the community. Und das war mir ganz wichtig, vor allem jetzt, weil ich eben die Green Card erhalten habe und ich habe so lange dran gearbeitet und ihr wart eigentlich auch die Hauptsupporter, muss ich sagen, weil durch eure Hilfe habe ich dann viele, viele Möglichkeiten gekriegt in meinem ganzen Leben und die mir eben geholfen haben, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Deswegen, das ist mein Dankeschön an alle Supporter. Die Website wird gratis und auf das freue ich mich extremst. Ich habe noch 2 Punkte. Wie, das ist Fokus? Naja. Und der nächste Punkt ist obergeil oder ja geil. Es gibt jetzt langsam ja geil Merch. Kappe, T-Shirt, Shorts und Pullover für die Oberkrocher. Einfach nur ja geil. Zweite Oktoberwoche wird alles live sein. Die Website, da müssen die IT-Leute noch um ein dumm tweezen a little bit. Schmeckt man auch nicht hundertprozentig, wie es ausschaut, aber kommt jetzt in den nächsten 2 Wochen. Das freue ich mich schon extrem, weil ja geil. Und der letzte Punkt, für das verwende ich gar nicht mehr, mache ich gar keinen Camera Switch. Der letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Auf das habe ich mich schon so lang gefreut. Vor einem Jahr, wir haben einen Dalmatiner, ein Dalmatiner Baby. 8 Wochen kleines Dalmatiner Hundzi. Wisst ihr, wie scheiße süß der ist? Der ist so geil. Ein bisschen Schlawiner, aber geil. Amanda und ich haben sich endlich dazu entschieden und gesagt, ja, jetzt wird es Zeit, jetzt holen wir unseren Hund. Sie wollte schon seit sie 4 Jahre alt ist, immer einen Dalmatiner haben. Sie hat einen Dalmatiner gehabt und dann haben sie den weggemüssen. Lange Story. Dann war sie obsessed und jetzt endlich kriegt sie einen Dalmatiner. Ich habe dem Hund einen Namen geben dürfen und er heißt Falco. Na klar, Mann, hier, wuch zu. Geht's dir aus? Ja. Wenn ihr mehr Hunde-Content sehen wollt, das wird jetzt 2-mal pro Woche auf dem About Time auf unserem Family Channel passieren. Einfach rüberschauen. Heute haben wir schon das erste Video gepostet. Also einfach nach dem Video, ich verlinke gleich das andere. Könnt ihr euch den kleinen Scheißer anschauen. Bin einfach vertrottelt, denn der ist einfach so lieb. Also die Liebe, die ein Hund in den Haushalt bringt, ist unbeschreiblich. Also das ist so ein kleiner Knopf voller Liebe und der kommt in dein Leben rein und dann scheißt er ganz viel ins Haus. Aber die Liebe, die er ausstrahlt dabei, ist halt unglaublich. Ja, bin verliebt, was soll ich sagen. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, der Deutsche Donnerstag ist zurück. Freue mich drauf. Los geht's.